Und an dieser Stelle natürlich der heutige Tag ein sehr trauriger für Eintracht Frankfurt, denn einer der größten Eintrachtler ist gestern Abend im Alter von 77 Jahren verstorben. Die SGE trauert um Jürgen Grabowski. Und an dieser Stelle würden wir auch die Pressevertreter hier im PK-Raum bitten, aufzustehen, sich zu erheben und Jürgen Grabowski auch mit einem stillen Gedenken die Ehre zu erweisen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Oliver, das ist deine erste Saison als Eintracht-Trainer, aber du hast natürlich auch mitbekommen die Bedeutung um Grabi, Weltmeister 1974 und einer der größten, wenn nicht der größte Eintrachtler in der Vereinsgeschichte. Was sagte der Name Jürgen Grabowski? Ja, natürlich. Zuerst möchte ich mein Beileid allen Familienangehörigen, Hinterbliebenen aussprechen. Natürlich sehr, sehr traurig, wenn jemand stirbt und der auch für die Eintracht so viel geleistet hat, für den deutschen Fußball so viel geleistet hat. Leider bin ich zu kurz hier, um ihn persönlich kennengelernt zu haben, aber natürlich habe ich schon viele Geschichten über ihn gehört. Er ist ja auch im Lied verewigt und deswegen ja, ein ganz, ganz trauriger Tag und ja. Vielleicht können wir es auch am Sonntag dann im Stadion mit einem Sieg so einen kleinen Gruß nach oben schicken und werden natürlich da alles dran setzen, das Spiel gegen Bochum zu gewinnen und ja, Jürgen Grabowski auch noch einen kleinen letzten Gruß mitschicken. Es wird natürlich auch eine Schweigeminute geben, in Andenken an Jürgen Grabowski und unsere Mannschaft wird mit Trauerflor spielen. Jürgen war ja alles vor meiner Präsidentschaft, den ich natürlich als Fan erlebt habe und auf unendlich vielen Spielen, auch mit dem Trikot von Jürgen Grabowski. Und wenn ich dran denke, einer meiner besten Freunde, Steven Ohrenstein, der immer die Autonummer 10 gefahren hat. Er sagt, ich werde in meinem Leben nie eine andere Autonummer fahren, egal in was für ein Land wie die 10, weil Jürgen Grabowski mir so nah ist und ich immer ein Symbol bei mir haben will. Und so genauso war das auch das Trikot. Ich weiß wirklich nicht, ob es das erste Eintracht-Trikot war. Ich will hier nicht flunkern, aber ich weiß, dass ich das Jürgen Grabowski-Trikot sehr, sehr oft anhatte im Stadion oder auch privat. Und es ist einfach eine Legende. Die Bilder gehen einem immer wieder durch den Kopf. Und deshalb sage ich auch, und ich habe das heute vielen meiner Freunden gesagt, die natürlich angerufen haben, denn Jürgen Grabowski stirbt natürlich nicht, sondern der Jürgen wird immer in uns bleiben, weil jeder für sich Erinnerungen hat, jeder von sich hat Tore, hat Dribblings, ob in der Nationalmannschaft, als Weltmeister oder bei uns bei der Eintracht. Es sind immer wieder Bilder, die Jürgen Grabowski bei uns behalten werden. Wir werden oft darüber reden, wie wir immer die letzten Jahre über Jürgen geredet haben. Und vergessen kann man ihn nicht, man muss sowieso nur ins Stadion gehen. Jürgen Grabowski gehört zu unserem Liedgut. Er ist ein absoluter, der Inhalt unseres Fansgesangs. Und damit ist schon der Respekt für immer und ewig letztendlich auch, wird ihm bleiben. Und ich denke sogar am Ende hat der Fußballgott ihn mit der schweren Krankheit und dem schweren Leiden erlöst, und hat ihn vielleicht da oben hingeholt. Vor kurzem Bernd Nickel sagt, da bin ich nicht allein. Ich muss die Ecken nicht mehr allein schießen, jetzt bist du wieder mal mit dem Dribbeln dran. Vielleicht finden sich da die alten Eintrachtler, finden sich da zusammen und er bleibt halt auch immer in unseren Herzen, nicht nur in meinen. Jürgen ist Tafelsilber von Eintracht Frankfurt. Das ist die Krone von Eintracht Frankfurt und die wird immer bleiben. Und niemand hat die 10 bisher ersetzen können. Niemand hat, ich will es nicht als Last ausdrücken, sondern niemand konnte in die großen, großen Fußstapfen von einem Zehner wie Jürgen treten. Das haben wir in all diesen Jahren nicht erreicht. Ich denke auch, das wird ganz, ganz, ganz schwer, irgendwann mal in etwa den gleichen Maßstab zu setzen, was uns Grabowski hier an Zauber gezeigt hat. Was kann man zusammenfassend sagen, welche Bedeutung hatte er als Mensch und als Sportler für Eintracht Frankfurt?
War ein guter Golfer, ja, ein guter Ehemann. Helga ist seine Frau, die sicher alles nicht sehr einfach ist, die ihn auch in den letzten Jahren viel, viel helfen und pflegen musste. Er hat noch mitbekommen, im Herzen von Europa, er hat die Eröffnung noch mitbekommen. Ich weiß nicht genau, ob er weiß, wie wir in Sevilla gespielt haben. Er war immer jemand, der natürlich, wann er konnte, im Stadion war, immer wieder darauf geguckt hat und auch immer wieder, was ich gut fand in seinen Kommentaren, auch die jüngeren Spieler oder der ein oder andere, der auch mal einen Fehler macht, immer wieder motiviert hat und sagt, lass ihn mal spielen, der hat schon was drauf. Wir haben alle früher Fehler gemacht. Also er war auch immer positiv zu der aktuellen Mannschaft eingestellt. Das sind nicht alle, weil viele ja immer dann die Besseren und die Allerbesten waren. Jürgen hat immer einen großen Verstand und Herz für die aktuelle Mannschaft und für seine Eintracht. Und er hat immer nur von seiner Eintracht gesprochen. Das ist meine Eintracht und das ist meine Familie. Und ich denke, dass er auch diese friedlichen Spuren hinterlässt. Kann mich an nichts erinnern, wo es große Konflikte um und mit Jürgen gegeben hat oder so. Ob im Verein oder mit Fans oder was, sondern er hat einfach immer nur positive Elemente hinterlassen und die werden bleiben und die nimmt uns niemand. Ja, für mich persönlich ist ein Freund verstorben. Er hat mein Leben seit 1972 im Grunde genommen begleitet. Wo ich zur Eintracht gekommen bin, hat mich immer unterstützt, hat mich immer wohlwollend geführt und es ist sicherlich jetzt wirklich ein Schock, um das auch zu verarbeiten, weil einfach der Grabbi immer da war. Aber wir haben gesehen, wie schnell es jetzt auch geht, auch Bernd Nickel weggebrochen und da jetzt mit Jürgen ist natürlich, also ich muss gar nicht, das muss man erstmal verarbeiten, das ist, muss ich sagen, das ist gar nicht wahr. Es ging ihm nicht gut, das habe ich gewusst, aber man hofft natürlich immer das Beste und jetzt ist es soweit und natürlich geht ein Mensch, der sehr anständig, sehr fair, abgesehen von seinem fußballerischen Können sowieso alle vom Sitz gerissen hat, er geht jetzt von uns und er wird bei uns ewig in Erinnerung bleiben. Der Krabi war natürlich das Idol von Frankfurt, der hat Eintracht Frankfurt gelebt, das ist ein super Typ und das ist schon unfassbar. Gabi hat die Eintracht geprägt mit seiner Art, mit seiner Spielart und ich habe das Glück gehabt, mit ihm seit 1972 befreundet zu sein, Mitspieler gewesen zu sein. Gabi, du warst ein toller Mensch,